Wir fliegen jetzt mit Ihnen gemeinsam über die Stadt Werben, ganz im Nordosten unseres Landes. Und dass der Ort ein zauberhaftes Kleinod ist, das wird erst wieder so richtig sichtbar, seit sich engagierte Menschen um verfallene und leerstehende Häuser dort kümmern. Sie haben den Arbeitskreis Altstadt gegründet und jetzt hilft man sich gegenseitig. Das Kommandeurhaus in Werben. Um 1770 herum auf Anordnung des Preußenkönigs Friedrichs II. Von der Stadt errichtet. In den letzten Jahrzehnten durch Bernd Dombrowski vor dem Verfall gerettet und umgebaut zu einem Wohnhaus ganz im Stil des Klassizismus. Man kann das als Ferienraum nutzen, diese Enfilade, was also mal der Wohnraum war. Und der bestand wie heute auch immer schon jetzt aus einem Schlafraum, der unbeheizt war. Und der große Raum, wo wir eben gerade herkamen, das ist praktisch dann der repräsentative Raum, wo also die Offiziersfamilie auch gegessen hat und vor allen Dingen auch Gäste empfangen hat und so und repräsentiert hat. Halt, ja. Und der nachfolgende Raum war eigentlich wahrscheinlich so ein Gesellschaftsraum, wo ein Instrument stand, wo die Bibliothek war. Begeistert vom historischen Flair Werbens kam der studierte Restaurator Dombrowski Mitte der 80er hierher. Heute erweist sich seine Fachkompetenz als Glücksfall, vor allem für den Arbeitskreis Werbener Altstadt, der sich bisweilen auch im ausgebauten Dach des Kommandeurhauses trifft, wo sich die Mitglieder über ihre Sanierungsobjekte austauschen. Das motiviert unwahrscheinlich, was die einzelnen Mitglieder da so leisten wollen und so. Und da hilft man eben gerne auch mit Rat und Tat, wie man es am besten machen könnte und so weiter. Und da helfen alle untereinander sich, ja. Und diese Situation ist einfach so traumhaft und die möchte ich nicht missen. Seit kurzem gehört auch Ute Siedenhans zum Verein. Als Radtouristen hatten sie und ihr Mann Werben eher zufällig entdeckt. Bei einer Führung mit dem Altstadtverein schlossen sie die Stadt sofort ins Herz. Ein Haus haben die beiden Berliner hier schon saniert. Nun retten sie eines vor dem Abriss und lassen das alte Geschäftshaus wieder auferstehen. Und bevor der Parkplatz entsteht, wie es von der Stadt vorgeschlagen war, fiel die Entscheidung auf dieses Haus. Was soll da rein? Was soll da rein? Oben zwei Gästezimmer und unten wieder einen Laden. Fragen Sie jetzt nicht, was für ein Laden? Ich weiß es nicht. Der 2004 gegründete Verein finanziert sich neben Mitgliedsbeiträgen hauptsächlich über die Einnahmen aus seinen sogenannten Biedermeier-Märkten. Im Sommer und in der Adventszeit schlüpfen viele der insgesamt 80 Mitglieder in historische Kostüme. Händler bieten Kulinarisches und Kunstvolles an. Die Erlöse, die seit den Corona-Beschränkungen stocken, gehen auch in das Sanierungsobjekt des Vereins, die alte Schule. Sie wird seit 2019 als Café genutzt und ist beliebter Rastplatz für Radler auf dem Elbe-Radweg. Und der eine oder andere von ihnen engagiert sich nun in Werben. Wir hatten hier so viel Leerstand die letzten Jahre, es konnte eigentlich in Himmel Angst werden. Ja. Aber jetzt kommen so viele Leute, die fangen hier an zu bauen und erhalten zumindest das Städtebauliche, die Altstadt, wie sie früher schon immer war und wie sie jetzt auch noch aussieht, dass nicht so viel Abriss entsteht. Wir haben ja regelrecht schon Häuser gerettet, wo vielleicht 14 Tage später schon der Bagger gestanden hätte und die Häuser weggerissen hat. Probleme gibt es dennoch. Seit die Grundschule im Ort geschlossen wurde, sind junge Familien nur noch schwer für Werben zu begeistern. Doch der Verein wirbt weiter. Derzeit mit der Aktion Werben leuchtet. In leerstehende Häuser kehrt Leben ein. Wenn auch vorerst nur in Form von Puppen. Aktuell sind fast alle unbewohnten Fachwerkhäuser verkauft und stehen vor der Sanierung. Geht der Plan auf, sieht Werben einer leuchtenden Zukunft entgegen.